Hallo liebe YouTube-Freunde, heute erfahrt ihr die Konstellationen für den Monat Juni 2019 und die Prophezeiung Nostradamus. Es sieht nicht so rosig aus, was er uns für diesen Monat in Aussicht stellt, denn es betrifft uns hautnah. Wo ist der soziale Frieden unserer Gesellschaft nur geblieben? Man zerstört ihn durch Terror und Gewalt. Und das nimmt immer mehr zu. Allein die weltlichen Nachrichten, die uns täglich serviert werden, sind nichts Verheißungsvolles. Und so zerbricht der Friede in unserer Gesellschaft. Und wir und die Politik schauen zu. Wir haben keine Sicherheit mehr auf den Straßen. Und wo ist die Regel für Hilfsbereitschaft und Verständnis geblieben? Gewalt ziert unsere Straßen und es wird immer gefährlicher, auf die Straße zu gehen. Unser Motto von einst ist verloren gegangen. Alles halb so schlimm, Bange machen gilt nicht und alles wird gut. Alles Parolen? Und wie reagiert die Politik? Wird es nicht Zeit, dafür nachhaltige Lösungen zur Hand zu haben? Man serviert uns unfähiges Schönreden und hält uns hin. Wo bleibt die Hoffnung? Vielleicht besinnt sich die Gesellschaft auf altbewährte Werte, nämlich auf Solidarität. Die Prophezeiung von Nostradamus für Juni lautet: Die besiedelten Orte sind unbewohnbar geworden. Wegen des Landes kommt es zur Teilung. Bewusst überlässt man Unfähigen die Regierung. Und zwischen den Brüdern kommt es zum tödlichen Streit. Nostradamus will damit sagen, dass die Menschen sich an ihren Orten, in denen sie leben, nicht mehr wohlfühlen. Angst und Unsicherheit beschleicht die Menschen, denn Gewalt und Terror herrscht. Hinzu kommt dadurch auch noch der Hass und Neid. Zum Monatsende stehen dann auch die Sterne noch ungünstig. Die Planeten Mars und Merkur stehen zu den Planeten Saturn und Pluto in einer Konstellation, die nichts Gutes verheißen. Diese Gefahr kann zu blutigen Auseinandersetzungen führen. Hoffnung gibt es mit der Energie vom Mars im Krebs, dass dennoch sich alles zum einigermaßen Guten wendet. Es ist Zeit, endlich ernsthaft zu handeln und nicht nur darüber nachzudenken. Wir wollen nicht nur hoffen, sondern ernsthaft tätig werden. Von alleine wird nichts besser. Ich wünsche euch trotz all dieser Prognosen einen sonnigen, schönen Monat Juni. Herzlichst, eure Deria.